Freitags ist bei uns immer Live-Musik angesagt. Auch unsere beiden Musiker, die heute zu Gast sind, spielen natürlich live. Das ist so eine Mischung. Wir haben uns vor den Nachrichten schon auf den Begriff Chanson Goes Gypsy verständigt. Also es ist eine Mischung aus allem. Es ist ganz viel Rhythmik drin. Es ist ganz viel französisches Flair drin. Jetzt gibt es aber eine Fassung mit deutschem Text, ein französisches Original. Christine Schmid hat selber den Text geschrieben in Deutsch. Hier sind Christine Schmid und ihr Begleiter Gaetano Cino. Vergiss den Schmerz, wenn für dich da, wenn er dich frisst. Oder du mich vergisst. Komm, lad mich ein in deinen Raum, um dort zu sein, in unserem Traum vertraut. Ich tast mich vor ganz sacht, dass dich das glücklich macht. Ich wünsch mir für dich Glück. Eine Hand, die dich hält, die mit dir geht ein Stück. Nachts die Sterne zählt, je t'aime, ich will, dass du lebst. Und du die Sonne siehst, nicht an gestern klebst, nach vorne fliegst. Ich hör nie auf, dich zu begehren heute Nacht. Wenn dich das leichter macht, mach mir einen Fleck in deiner Welt. Zeit rennt schnell weg, der Vorhang fällt. Ich werde alles tun, um ganz zu sein bei dir allein. Ich wünsch mir für dich Glück. Eine Hand, die dich hält, die mit dir geht ein Stück. Nachts die Sterne zählt, je t'aime, ich will, dass du lebst. Und du die Sonne siehst, nicht an gestern klebst, nach vorne fliegst, je t'aime. Mach mir einen Fleck in deiner Welt. Je t'aime. Was für ein Blick. Christine Schmid und Gaetano Cino, unser musikalisches Duo heute mit der Musikrichtung Chanson Goes Gypsy. Wir machen jetzt die flammenden Herzen, die offenbar
sich immer noch größter Beliebtheit erfreuen. Das haben wir jetzt ja eben gerade abgecheckt. Da gab es ja viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die sagten, genau das ist es, was ich gerne mal wieder essen würde. Dorothea, ja, was brauchen wir alles dazu? Ich sehe einen Sack voll Zutaten. Ja, also wir machen heute helle. Also normalerweise gibt es die flammende Herze in heller Teig. Ja. Aber die Dame hat ja auch schon gesagt, früher gab es auch die dunkle. Mhm. Und wir machen jetzt einen hellen Teig und einen dunklen Teig. Und dann zeigen wir mal, was man da für verschiedene Sachen draus machen kann. Was kommt denn in den hellen Teig und den dunklen Teig alles so rein? Ist das was Anspruchsvolles oder wenig Zutaten? Es ist eine Sandmasse. Also man kann da auch so, wie wenn man einen Kuchen backt, ganz normal Sandmasse macht. Mhm. Das haben wir schon, Butter, weiche Butter, zimmerwarme Butter. Mhm. Die lassen wir jetzt mal kurz laufen. Mhm. Dann machen wir den Zucker gleich dazu. Mhm. Was vielleicht wichtig wäre bei einer Sandmasse, ist, dass die nicht zu schaumig wird. Aha, wenn man Sandmasse zu schaumig schlägt und ich will sie nachher aufdressieren, also aufspritzen, aufdressieren, aha, sagen wir, und sie ist zu schaumig, dann lässt verliert sie die Konture. Ja, dann, genau. Hey, ich habe mal was verstanden. Ah, super. Wird. Wir machen das erste Ei rein. Auf Kühl, auf Kühl. Genau. Wie sieht denn das hier am Tisch aus, dass die Frau Hottenbach eine Bäckermeisterin ist, so ganz im Geheimen? Ja, eine Kleckermeisterin. Der Kleckermeister. Wie ist das bei Ihnen beiden? Also wir freuen uns schon auf die Süßigkeiten. Wir sind nämlich auch süß, gell, Gaetano? Ja, sicher. Aber selber backen eher nicht so, oder? Sehr gerne. Ja? Was, ja, was backst du, Christine? Also ich habe eine Getreidemühle zu Hause und mache immer Vollkornbrot und Dinkelbrot. Ah, aber auch Süßigkeiten, Käsesahne, Käsekuchen, Feuerwehrtorte. Gibt es auch so Klassiker, wie wir eben gefragt haben, was so an Süßigkeiten und Gebäck, was dich dein Leben lang schon begleitet, wo du immer schon mochtest, was du heute auch immer mal wieder genießen? Ja, das sind eher so Weihnachtsplätzchen, so Spitzbuben heißen die bei uns, die zusammengesetzt sind, auch aus dem gleichen Teig, glaube ich, mit Marmelade. Ah, das Marmelade ist ja bei uns auch eine auch mögliche Füllung. Wir machen ein bisschen Zitrone noch rein. Aha. Dann haben wir noch ein bisschen Vanillezucker. Und jetzt machen wir die Masse raus und wir wollen doch aufdressieren, oder? Wir müssen jetzt noch aufdressieren, ja. Jetzt haben wir hier das Mehl. Wir haben hier das Mehl. Dann kommt ein bisschen Stärke dazu. Jetzt mal gerade mal das Kakao noch oben reinmachen. Genau. Kakao. Sieben wir durch. Jetzt machen wir ein kleines bisschen. Machen wir jetzt noch dazu. Also ich glaube, der Teig ist schon ziemlich lecker, ne? Ja, der Teig spielt ja auch die Hauptrolle, ne? Oder ist es die Füllung? Eigentlich die Nougat-Füllung ist nachher auch toll. Ja. So, jetzt spannen wir aus. Der Rest machen wir von Hand runter.